Servus im Maizambo. Stell dir vor, du bist in einer urigen Holzhütte vor einer wunderschönen Bergkulisse. Und dazu gibt es richtig lüpfige, fröhliche Schlagermusik. Genau um so eine Stimmung geht es heute bei uns. So eine Stimmung gibt es ja immer wieder regelmäßig bei diesem grossen Volksmusik-Event beim Musikantenstadl. Sie hat einen riesen Auftritt gehabt beim Musikantenstadl in Deutschland. Die Schweizer Schlagersängerin Jessica Ming. Wie es ihr dabei gegangen ist, erzählt sie selber. Sie ist nämlich Gast bei uns heute im Maizambo. Backstage beim Musikantenstadl. Jessica Ming hat nämlich auch noch eine Zambo-Blogicam mitgebracht und die geheimen Orte vom Musikantenstadl gefilmt. Die Orte, die du sonst nie siehst. Wie das genau aussieht, sehen wir später. Und auch später in der Sendung lernt das Zambo-Mitglied Leli Elf noch Alphorn spielen. Und zwar von der jungen, erfolgreichen Alphornblöserin Lisa Stoll, die schon seit sie 10 ist, ins Alphorn hineinbläst. 5-mal im Jahr gibt es den grossen Schlager-Event des Musikantenstadl. Einmal von diesen 5 immer in der Schweiz. Das letzte Mal war es im Mai in Kreuzlingen bei uns. Aber wo das Musikantenstadl überhaupt auf die Beine gestellt worden ist, hat das nicht in der Schweiz angefangen, sondern in einem ganz anderen Land. Und das ist so lange her, wo das angefangen hat, da bist glaub, du noch nicht auf der Welt gewesen. Die erfolgreiche Volksmusiksendung Musikantenstadl gibt es schon über 30 Jahre lang. Mehr als 2,5 Milliarden Leute haben sie schon gesehen. Die ersten Sendungen sind nur in Österreich ausgestrahlt worden, dann auch in Deutschland und in der Schweiz. Typisch für den Musikantenstadl ist, dass er nicht immer am gleichen Ort gemacht wird, sondern von Städtli zu Städtli wandert. Nicht nur zu Europa, sondern in der ganzen Welt. So ist der Musikantenstadl auch schon in China, in Peking produziert worden. Einmal pro Jahr gastiert die grosse Fernsehkiste auch in der Schweiz. Stadl heisst auf Bayerisch, Österreichisch nämlich Schür. Und so sieht es auch bei jeder Sendung aus. Gemütlich und urchig. Es ist Tradition, dass der Moderator im Verlauf der Sendung kurz die Stadt vorstellt, wo der Musikantenstadl gerade gastiert. Früher hat das der Karl Moik gemacht. Und dann, vor 6 Jahren, hat der Sänger Andy Burg die Sendung übernommen. Seither moderiert er die riesige Unterhaltungsshow professionell, sympathisch und immer mit einer Prise Humor. Das nächste Mal ist übrigens das Musikantenstadl nächstes Jahr bei uns in der Schweiz. Und zwar im November 2013 dann in Basel. Wo ich noch wieder geschaut habe, hat es noch Tickets gehabt. Ja, aber eben vorgestern war es in Krefeld in Deutschland. 2,5 Stunden lang ist die Show gegangen und sie war wie immer farbig, fröhlich und schweizerisch. Dank einer Sängerin aus dem Kanton Luzern. Hier ist Jessica Ming, ich bin verliebt. Das war vorgestern beim Musikantenstadl in Krefeld in Deutschland, Jessica Ming. Und jetzt ist sie zurück in der Schweiz, und zwar hier bei uns, live im Maizambo-Studio. Herzlich willkommen, Jessica Ming. Hallo. Ciao, Jessica. Hey. Schön, dass du hier bist. Nimm Platz bei uns. Kannst du auf der Höhe der Alphörner Platz nehmen? Gut heimgekommen wieder von Deutschland? Ja, schon lange Reise, aber
Du hast ja schon einen rechten Namen gemacht in der Volksmusikszene. Du bist schon beim Grand Prix Volksmusik dabei gewesen. Du hast immer wieder diverse Auftritte in der Schweiz. Jetzt eben am Samstag beim Musikantenstadl. Und du hast jetzt etwas ganz Spezielles mitgebracht vom Musikantenstadl. Jessica ist mit der Zambo Blogicam nämlich hinter der Kulisse gefilmt. Und das ist wirklich, da sieht man Sachen, die man glaube sonst nicht sieht, wenn man das Musikantenstadl schaut. Und wir haben 5 Ausschnitte vorbereitet. Und mit dir zusammen gerne mal wieder anschauen, einfach auch, wie es uns Wunder nimmt, wie es uns unter den Nägeln brennt. Anfangen tut ja alles dann in der sogenannten Maske. So, ich zeige euch jetzt schnell die Maske. Charmante Dame. Sie macht mir jetzt gerade die Hörli. Das hat Jessica Ming mitgebracht. Und zwar hat sie das mit einer Zambo Blogicam gefilmt. Das ist eine kleine Kamera. Sehr handlich, oder? Sehr. Und auch du kannst Blogicam-Reporter bei uns werden, wenn du möchtest. Auf zambo.ch bieten wir im Moment gerade einen Kurs an, wo du lernen kannst, wie man so eine Blogicam bedienen kann. Und dort kannst du auch deine Filme uns schicken, wenn du zum Beispiel schon eine kleine Kamera hast und dann bei einem Wettbewerb mitmachen. Ist, glaube ich, einigermaßen gut gegangen, oder? Ja, es war sehr einfach. Lernt man schnell. Obwohl ich blond bin, aber ich habe es geschafft. Ja, komm jetzt. Okay. Wir haben gesehen, du hast eine Maske müssen, mit dir gestylt, Frisur gemacht und so. Wie lange vorher, vor der Show, musst du eigentlich dort sein? Ja, ich bin hauptsächlich immer eine Stunde vorher, bevor ich eigentlich hätte müssen, dort sein, einfach dort gewesen. Zur Sicherheit. Ja, weil ich komme nicht gerne zu spät, oder? Und sie haben wirklich hier einen riesen Plan und ich kann mich hier schön dran halten. Dass ich hier nicht vorkomme und wegen dem Schminken und Hörli und alles. Darfst du selber bestimmen, was sie dir für ein Make-up aufs Gesicht tun oder wie sie deine Frisur machen? Ja, also ich habe ganz Liebe verwünscht. Sie hat mich gefragt, wie ich es gerne hätte. Und ich habe gesagt, ja, einfach nicht too much, oder? Und auch von der Frisur viel, her, ja. Nein, ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt. Es waren super liebe Leute. Und wie war das mit dem Kleid? Hast du das selber mitbringen? Das ist ja das eine Kleid, das du angehabt hast. Hast du selber bestimmt, was du anlegst? Ja. Ich bin vor dem Stall noch schnell ein paar Läden rein und gesucht und gemacht und habe einfach eine frische Farbe. Dann habe ich eben das gefunden. Und beim Duett mit dem Andi hatte ich noch ein zweites Kleid angehabt, das Violette. Mit dem Moderator. Und dort ist ja noch ein bisschen etwas in die Hose gegangen, wenn wir spontan etwas ändern müssen. Wir schauen uns das an. Was machst du da? Sie sind jetzt gerade auf Kleinkürze. Okay. Zeit läuft. Bitte da einen Namen. Ist gut, gell? Ist gut. Ja. Also das Kleid noch spontan anpassen, hat dann alles geklappt? Ja, tipptopp. Sie hat das gut gemacht. Du bist ja auch nicht drüber gestolpert, Gott sei Dank. Nein, alles gut gelaufen. Aber du hast es selber gesagt, die Zeit läuft. Also irgendwann kommst du ja immer näher an deinen Auftritt an. Und da hat man dann auch gemerkt, dass zum Beispiel auch der Moderator oder Andi Borgen mal in Stress gekommen ist. Der ist nämlich dich suchen. Ich suche die Jessica Ming. Die singt doch heute mit mir. Das ist schrecklich. Wo bist du gewesen? Ja, ich war ein bisschen am Filmen für das Zambo. Ja, und er hat mich dann gesucht für Proben und habe ihn dann so gerade verwünscht. Man hat ja wirklich den Eindruck, der Andi Borg, wenn man das Musikantenstadion schaut, der kann, glaube ich, nie schlecht gelaunt sein oder traurig sein. Jetzt mal ganz ehrlich, ich nehme noch nicht an, dass er schaut heute. Ist er hinter der Kulissen auch so? Also, unter uns gesagt, er ist wirklich so, wie er auch live an der Show ist. Einfach immer lustig getroffen und wir haben das Reibenfest zusammen. Ehrlich? Ja. So gut. Hast du da schon vorher miteinander mal geredet gehabt? Euch kennengelernt? Ja, wir haben schnell Hoi gesagt und er hat eben gesagt, du bist doch die gewesen, wegen dem Singen und so. Und ja, freut mich. Und nachher, sehr viel Zeit hat man dann nicht wirklich gehabt, weil es ist wirklich einfach stressig war. Mhm. Aber ich habe ihn dafür umso mehr genossen auf der Bühne. Und vielleicht auch nachher. Aber eben, auf der Bühne ist das richtige Stichwort, es ist dann langsam ernst geworden. Und du bist dann kurz vor deinem Auftritt gesehen. Wow. Also, da spürt man so ein bisschen die Anspannung schon, finde ich. Das ist ein bisschen pöpperlet. Kurz vor dem Einsatz. Der gute Mann mit dem Kopfhörer hat dich dann vorgebracht, zu deinem Platz, wo du anhörst. Genau, da hat man genau gesagt, wo ich da durchlaufen muss, dass ich da nicht irgendwo in einer Kamera vorkomme. Und ja, das Bänkchen hat er mir gezeigt, wo ich da vorne sitze. Und hat schön gewartet, bis ich hingehöckelt bin. Und dann ist er wieder aufgestanden und verschwunden. Nicht auch, dass du jetzt mit den Leuten auf einmal verirrst, weil jetzt so viele Leute immer.
Ja, also es war wirklich eine riesige Halle und es war einfach unglaublich schön. Wirklich. Du bist ja schon ein paar Auftritte gewöhnt, aber wenn man so den Musikantenstadel kurz vor seinem Auftritt ist, was ist das für ein Gefühl? Gut, ich bin eigentlich immer nervös vor jedem Auftritt und ich denke, das gehört auch dazu. Wenn ich das glaube nicht mehr hätte, wäre es ja, wäre schade irgendwie. Aber jetzt vor dem Musikantenstadel, das Herz hat brutal gerasen und ich habe mir gedacht, ich schaffe das, ich weiß, ich schaffe das. Und wenn es dann heisst, und jetzt Jessica Ming, wo? Du gehst einfach raus und drei Minuten, ja, ich konnte es gar nicht richtig geniessen, weil ich so nervös war. Und bin froh, dass ich nicht gestürchelt bin über die Stege hinein und mal. Aber ist ja alles gut gekommen. Aber ein anderes Problem, abgesehen vom Stürchen, ist, du läufst ja manchmal auch durch die Leute durch. Ist es mal passiert, dass einer sich oder eine sich an dich angehängt hat und nicht mehr loslassen wollte, dass du fast nicht weitergekommen bist? Nein, bis jetzt nicht. Aber jetzt auf dem Stadel ist auch noch einer ein bisschen in die Nähe gekommen und habe nicht gewusst, soll ich jetzt gerade mitnehmen oder soll ich ihn stehen lassen. Ich habe nicht so recht gewusst, was ich machen soll. Aber es war witzig und die klatschen mit und haben mega Freude, wenn man da durchläuft. Und ich liebe es auch, wenn ich in der Menschenmenge innen bin und nicht nur auf der Bühne oben. Und von dem her habe ich es wirklich schön gefunden, dass ich dort Leute haben dürfen. Du hast ja noch leider noch kein Feuer oben gehabt nach dem Auftritt. Es ist ja eigentlich mit Stress weitergegangen für dich. Du hast noch ein bisschen Arbeit gehabt. Vielleicht auch, wenn es schöne Arbeit ist. Wir schauen auch den letzten Ausschnitt noch schnell an. Voll in Action hier, Autogrammkarten verteilen, Leute machen Fotos von dir. Wo war das? Das war im Stadel selbst. Gerade nach der Show? Genau. Es sind eigentlich alle angestanden, Security sind dort gestanden, das mit einem Absperrband, dass sie nicht zu nahe kommen. Ja. Und ich habe eine riesige Big Autogrammkarte vorgeschrieben, weil ich ja nicht wusste, was auf mich zukommt. Oder? Klar, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn es nur 100 sind, die von mir eine Karte wollen, bin ich ziemlich lange am Schreiben. Und dann habe ich eine riesige Big geschrieben und dann habe ich die einfach so verteilen. Ich habe es ein bisschen nachgemacht, dann haben sie hinter sich. Der andere Schlagersänger aus Österreich. Die Show ist 2,5 Stunden gegangen. Ich glaube, es war etwa um 10:30 ist sie fertig. Wann bist denn du effektiv, also schlussendlich im Bett gewesen? Ja, es ist noch ziemlich lang gegangen, weil sie haben dort eine Stadelwirtschaft und da sind wir natürlich alle noch dort oben gehöckelt. Ich konnte endlich mal etwas essen, weil ja, ich bin nicht so dazugekommen. Ja. Und dann einfach noch ein bisschen geschnürt und die Presse war noch dort oben. Und wann bin ich ins Bett? Oder hast du noch schlafen können? Oder hast du mir das so aufgewühlt? Nein, ich bin wirklich figurfertig. Ich habe mich gefreut ins Bett. Ja. Ja. Cool, aber umso mehr, dass du uns all die schönen Einblicke mitgebracht hast mit der Bloggycam. Es gibt übrigens noch ganz viele andere Filme, die wir jetzt nicht zeigen können, im Zambo, wo du Abo auf zambo.ch schauen kannst, wo Jessica Ming, für zukünftige Zambo-Kamerafrau vielleicht, für uns gefilmt hat. Merci vielmals, Jessica. Du hast uns erzählt, es war wirklich spannend. Weiterhin viel Erfolg mit allem. Wir haben ja auch noch deine CD von dir bekommen. Ich bin stark, die neue CD. Hand signiert von Jessica, die kannst du bei uns gewinnen. Den Wettbewerb den findest du heute noch auf zambo.ch. Drück den festen Daumen, dann kannst Jessica Ming daheim selber hören. Eben, merci für deinen Besuch, alles gut weiterhin. Und ja, vielleicht sehen wir sich mal wieder. Danke. Merci, mein Zambo, Jessica Ming. Merci. Alles Gute. Ja, Jessica Ming, eben, sie war ja in Krefeld vorgestern am Musikantenstadel, aber sie ist nicht die erste Schweizerin, die im Musikantenstadel mit dabei war. Da hat es schon ganz viele andere mit dabei gehabt, zum Beispiel Florian Ast. Kennst du vielleicht auch im Moment wieder ein bisschen mehr in den Medien. Der war auch schon im Musikantenstadel mit dabei. Und man kann eigentlich generell sagen, die Schweiz die gehört eigentlich zur Startaufstellung im Musikantenstadel. In den letzten Jahren haben auch viele Schweizer Künstler beim Musikantenstadl einen grossen Auftritt gehabt. So zum Beispiel die sympathische Berner Schlagersängerin Francine Jordi. Aber auch die singfreudige Familie Öst die Dritten hat die Musikantenstadlbühne sogar schon mehrmals betreten. Man kann eigentlich sagen, alles, was in der Schweizer Volksmusikszene Rang und Namen hat, ist mal in der riesigen Fernsehshow auftreten. Galimeros, wo sind die Sterne der Nacht? Der Hackbrettspieler Nicolas Senn, Zara Jane spaziert, ja, wird sie mit der Hand. Und auch die Maya Brunner. Auch viele Schweizer Kinder dürfen im Musikantenstadl auf der Bühne stehen. Immer wenn der Musikantenstadl in der Schweiz gastiert hat man die Sendung die Swissness auch gut angesehen. So zum Beispiel bei der Fasnacht. Und die Schweiz hat beim Musikantenstadl auch viele Talente gross hervorgebracht.
So haben gerade 5-mal hintereinander junge Schweizer den begehrten Nachwuchswettbewerb Stadelstern gewonnen. Im 2009 hat sogar die ganze junge Schweizerin mit einem traditionellen Schweizer Instrument abgeräumt. Die erst 13-jährige Lisa Stoll. Die jetzt gerade live im Studio sind, von der jungen Frau, die du jetzt gerade noch siehst, und unserem Einspieler. Lisa Stoll ist bei uns wieder im Halbform. Herzlich willkommen, Lisa. Ciao. Schön, bist du da. Auch mit dabei ist Zambo-Mitglied Leli Elf. Hoi, Lea. Hoi. Du bist ja auch ein grosser Volksmusik-Fan. Ja. Nehmen wir doch Platz, dann können wir ein bisschen gemütlicher reden, wenn wir hocken. Und Lea, du spielst ja sonst Schweizer Örgeli. Das haben wir hier mit. Also hast du mitgebracht. Aber jetzt möchtest du mal dem Schweizer Örgeli fremd gehen. Du möchtest mal ins Alphorn hineinblasen. Was fasziniert dich denn am Alphorn? Ich finde es einfach ein super Instrument. Und da ich Volksmusik gerne habe, ist es halt auch ein gutes Instrument, das ich gerne höre. Schau mal, nachher, ob das rauskommt. Wir erfüllen deinen Wunsch nachher dir sehr gerne. Lisa, du bist seit 10 Jahren am Alphorn spielen. Hast vorher die Blockflöte gespielt. Genau. Hast Cornett gespielt, also eine Variante von einer Trompete. Würdest du heutzutage sagen, das hat dir etwas gebracht, dass du die Instrumente vorher gespielt hast, bevor du das Alphorn spielen gelernt hast? Ja, ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Also vor allem bei der Blockflöte habe ich zuerst mal die Noten kennengelernt. Und das ist auch wichtig. Mit 8 Jahren habe ich mit dem Cornett angefangen, spiele ich heute auch noch. Und das ist natürlich die gleiche Blastechnik. Und von dem her ist es schon relativ gut gegangen, als ich dann mit dem Alphorn angefangen habe. Vor allem mit dem Mundstück, gell? Ja, genau. Das sehen wir vielleicht später noch. Also, aber hättest du das auch ohne Blockflöte und gar nicht können lernen, Alphorn spielen? Wäre das gegangen? Hätte ich sicher können lernen. Vielleicht ein bisschen längerer Weg sein. Ja, genau. Okay. Das Alphorn, das ist ein Instrument, das wir Schweizer sozusagen perfektioniert haben. Allerdings muss man sagen, wenn man es ganz genau nimmt, es ist jetzt nicht nur ein schweizerisches Instrument. Das Alphorn ist neben dem Sackmesser, Käse, Schocke und Edelweiss definitiv ein Symbol für unser Land, für die Schweiz. Alphorn-ähnliche Instrumente hat es aber früher nicht nur in der Schweiz gegeben. Überall auf der Welt haben Naturvölker in Holzhörner geblasen. So haben sie sich einerseits verständigt und Nachrichten übermittelt, andererseits haben sie wilde Tiere und Feinde verscheucht. Das richtige Alphorn, so wie wir es kennen, hat sich dann im Verlauf der Jahre in ganz Europa entwickelt und ist dann hier in der Schweiz als Musikinstrument immer populärer geworden. Ein Grund dafür ist sicher der Auftritt von Pepe Lienhardt und seiner Band beim Eurovision Song Contest vor rund 40 Jahren. Und wenn Sie einmal gehört haben, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Swiss Lady und ich hab Mann aus den Bergen. Heutzutage ist das Alphorn eine richtige Touristenattraktion. In grossen, speziellen Fabriken werden Alphörner aus Fichtenholz hergestellt. Holzteile werden zuerst zugeschnitten, geschliffen, zusammengeleimt und dann kommen noch Messingröhren dran her. Das Alphorn, das muss man nämlich in 2 bis 3 Teile können zerlegen, sodass man es auch transportieren kann. Zum Schluss wird das Alphorn noch gestimmt und schön dekoriert, logischerweise mit einem Enzian. Das längste Alphorn der Welt ist übrigens 47 Meter lang. So lang, dass man zu wenig Schnauf hat, um damit zu spielen. Es sieht ein bisschen aus wie eine gigantische Friedenspfeife, wenn man so von weit weg anschaut, einen Alphorn. Du hast ja auch schon bei einem Nachwuchswettbewerb gewonnen. Es ist, wie hat das geheißen? Der Stadelstern hast du gewonnen. Ja, genau. Beim Silvesterstadel war das, mhm. Gell? Ja, genau. Das ist ja eine Variante vom, also eigentlich das Musikantenstadel an Silvester. Mhm. Wie ist es zu dem gekommen, dass du dort können, also, dass du mitgemacht hast? Das war so, ich habe vor einem Folklore-Nachwuchswettbewerb mitgemacht. Okay. Dort ist der Alex Eugster in der Jury hineingehockt. Mhm. Und er hat gefunden, er möchte noch mehr mit mir machen. Ich bin dann zu ihm ins Studio gegangen, der Carlo Brunner ist dazugekommen. Und im Studio ist dann das Stück Tanz der Kühe entstanden.
Und der Carlo Brunner hat so spontan gesagt, er schicke das Stück mal bei Musikantenstadl ein. Mal schauen, ob ich da mal durfte. Hast du das dort geglaubt? Oder hast du einfach gedacht, ja, jetzt macht er einfach Kompliment und ein bisschen Sprüchli und so? Nein, nein, also er hat es ernst gemeint, hat man schon gemerkt. Aber ich habe trotzdem noch nicht gewusst, dass er ein Wettbewerb ist, was er überhaupt ist. Und ja, tatsächlich, irgendwie 3 Wochen später hat es in Kassi, ich konnte ins Musikantenstadl gehen. Du hast ja auch eine wunderschöne Tracht da. Hast du die immer an, wenn du Auftritte hast? Ja, oder genau. Gehst du auch mal so in der Legere-Kleidung? Ich bin immer mit deren unterwegs. Das gehört zu dir, wenn du auftrittst. Es passt einfach zum Alpen. Jetzt hast du auch schon selber wirklich schon viele Auftritte gehabt, auch mit bekannten Schlag- und Volksmusikgrößen aus der Schweiz und international. Was sind so deine Ziele, deine Träume für die Zukunft noch? Gibt es noch etwas, was du, Lisa Stoll, Alphornblöserin, möchtest erreichen? Also bestimmte Ziele habe ich jetzt nicht. Ich habe schon wirklich viele schöne Erlebnisse gehabt. Und ich sage, ich möchte einfach weiterhin mit dem Alphorn weitermachen, den Leuten können Freude machen. Und ich schaue, was auf mich zukommt. Wie heisst sie? Elia. Die andere Alphornblöserin. Eliane Burki. Eliane Burki, ja, genau. Die ist im Moment in den USA. Ich hoffe, dass sie dort einen Durchbruch schafft. So etwas kommt für die im Moment nicht in Frage. Sie macht eher modernere Sachen, Jazz, Pop. Ah. Und ich bleibe auf dem Traditionellen. Auf der Traditionsschiene. Ja. Cool, ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Toi, toi, toi. Lea, du spielst ja als Schweizer Jahrgeben. Du hast das mitgebracht. Das ist mega schön. Aus Holz und so mit Details. Wie viel kostet so ein Schweizer Jörgeli, wenn man das selber kaufen will? Also das ist jetzt ein Kinderörgli, das ist kleiner, etwa so viel. Und das hat jetzt 3'000 Franken gekostet. Und ein Original-Schweizer Örgli kostet zwischen 4'000 und 8'000 Franken. Boah, da muss man tief ins Portemonnaie legen. Die hat ja auch die Volksmusik-Fieber gepackt. Wann hat die das Fieber gepackt? Wann hast du gedacht, das ist ein super Musikstil, dann möchte ich selber auch etwas lernen dazu? Ich habe schon als mega kleines Kind habe ich schon, mit meinem Grossjahr Volksmusik gehört. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch Schweizer Ögli lernen. Jetzt möchtest du eben mal, eigentlich, wenn es dich Wunder nimmt, in ein Alphorn reinblasen. Mal schauen, ob du schnell Alphorn spielen lernen kannst. Lisa, wenn wir der Lea diesen Wunsch erfüllen, dann kannst du mal schnell Instruktionen geben. Ich komme auf die andere Seite. Ich habe nämlich nachher auch noch Lust, schnell reinzublasen. Dann mal ein bisschen auf. Also, kannst du mir schnell erklären, was wir machen? Es hat ja ein Mundstück, das dazu gehört. Ja, das Mundstück. Da macht man den Ton drin. Also man presst die Lippen aufeinander und lässt sie aufeinander vibrieren. Also ich mache es halt vor so. Das klingt wie ein Moskito. Und so entsteht der Ton. Also macht man dann das Mundstück hier. Ja. Kannst du es einfach mal probieren. Vielleicht zuerst mit den Lippen? Ja. Nein, das ist ja nicht, oder? Ein bisschen mehr aufeinander pressen vielleicht. Das probieren wir es mal mit Mundstück. Ich will es einfach mal probieren, genau, vielleicht kommt das genau. Richtig so. Also, machst du mal das erste Ton? Mal schauen, Lea, einfach mal. Ob das geht. Nicht so einfach. Willst du mal probieren? Ja. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich einmal Trompete gespielt habe. Genau. Ja. Super. Also wir können noch ein bisschen üben nach der Sendung, damit wir noch einen Ton rausbekommen. Merci vielmals, Lea und Lisa sind da gewesen. Ich möchte allerdings das letzte Wort bzw. den letzten Ton dir überlassen, Lisa. Du darfst am Schluss von Mai Zambo noch ein Stück spielen.
immer am Montag